So I'm actually on the bridge of that carrier. Star Citizen. Ich glaube, wir müssen niemandem mehr erklären, was dahinter steht, nämlich Roberts neues Projekt von Robert Space Industries. Schicke Raumschiffe, ein bisschen ein Schritt zurück in die gute alte Zeit des Gamings, aber mit toller neuer Technologie. Und neben mir steht der Stefan Weiß, der ist absolut up-to-date, wie es gerade damit aussieht. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit den nackten Zahlen. Wie viel Geld hat er denn inzwischen für die Entwicklung gekriegt? Also der aktuelle Stand liegt bei 8,6 Millionen Dollar. Die der Roberts eingeheimst hat für sein Projekt, und davon sind 2,1 Millionen über Kickstarter gelaufen und der Rest über seine eigene Website, über Robert Space Industries. Damit ist es insgesamt das erfolgreichste Projekt überhaupt, was Crowdfunding angeht. Nicht auf Kickstarter selber, aber da er ja über Robert Space Industries die virtuellen Schiffe verkauft sozusagen, ja, kommt da einiges bei rum. Oh. Hier sehen wir etwas von dem Material, was es in letzter Zeit gab. Magst du kurz erklären, was das sein soll? Ja, sie haben also ein recht spaßiges Animationsvideo vor einiger Zeit jetzt mal veröffentlicht, wo man eben sieht, was an Animationen mit der Crysis 3 Engine, die sie ja modifiziert haben und für Spiel benutzen, alles anstellen wollen und können, dass die Charaktere sich halt sehr, ja, sportlich und filigran bewegen. Was das mit dem eigentlichen Spiel nachher zu tun hat, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich weiß nicht, vielleicht kann man im Spaceport in irgendeiner Bar eine Tanzeinlage einlegen. Wäre ja vielleicht auch was, ich weiß es nicht. Aber es schaut auf jeden Fall gut aus. Es geht Chris Roberts ja auch sehr stark darum zu beweisen, dass er die Technologie wieder bis zum Letzten ausreizen will, wie früher auch. Nur halt eben jetzt mit den heutigen Technologien. Das heißt, möglichst detaillierte Menschen, die sich auch toll bewegen können. Aber wir kriegen gleich auch noch zu sehen, wie detailliert die Raumschiffe sind, auch von innen, wie die Cockpits aussehen, wie das alles funktioniert. Und es scheint ihm sehr wichtig zu sein, zu zeigen, wir können eine Welt simulieren, die perfekt aussieht. Ja, vor allen Dingen will er ja erreichen, dass man eben sieht, dass auf dem PC noch einiges geht. Mhm. Ne? Weil bislang ja immer so die Problematik war, für Konsolen gleichzeitig ein Spiel zu entwickeln, und er sagt, scheiß drauf, wir wollen euch mal zeigen, was auf dem PC eigentlich noch alles geht, und das versuchen sie halt immer mit so kleinen Schnipseln, die aus der aktuellen Entwicklung stammen, halt dann eben den Leuten mal zu zeigen, wie hier zum Beispiel, das ist so ein erster Entwurf von so einem Hangar mit der Beleuchtung, mit dem Regen, zigtausend Polygone für die Modelle, das ist schon also von der Technik her eigentlich sehr beeindruckend, was sie halt vorhaben. Die meisten Updates, die aber in letzter Zeit kommen von Chris Roberts, gehen darum, welche Leute jetzt in seinem Team sind. Kannst du uns da kurz mal vorstellen, wer dabei ist und woran die früher gearbeitet haben? Ja, also er hat sich wirklich so ein paar alte Haudegen, sag ich mal, um sich geschart. Also allen voran, sagen wir mal, den Eric Peterson. Das ist ein alter Kumpel von Chris Roberts, der hat schon bei Starlancer mitgemacht, Wing Commander 4, Conquest Frontier Wars, Privateer 2. Dann gibt es den Chris Olivia, der auch schon bei der Wing Commander Serie mitgemacht hat, der so ein bisschen für den visuellen Look von dem Spiel jetzt verantwortlich ist. Jason Spengler, der hat bei Ultima Online mitgemacht. Robert Irving, Wing Commander Prophecy, und bei Chains Combat Longbow, so Hubschrauber-Simulation. Also alles eigentlich erfahrene Leute, und ich denke mal, das ist auch gut so. Das heißt, er hat sich so ein bisschen auch die Leute, mit denen er früher zusammengearbeitet hat oder die aus demselben Genre kommen, als Crew zusammengestellt. Ja, genau. Hier sehen wir auch gerade ein bisschen, wie das Cockpit aussieht. Und im Ton erwähnt er auch, dass er bedauert, dass es bei Wing Commander 4 sowas nicht gab, weil sie nicht die Zeit und das Geld hatten, um das fertig zu machen. Jetzt muss es aber sein, weil es soll ja wirklich eine Simulation sein und auch dann für das Auge was bieten, wenn man in seinem Schiff drin sitzt. Genau, und es soll halt auch eben wirklich so sein, dass du also quasi alle virtuellen Elemente im Cockpit eben halt per Tastatur oder per Gamepad eben auch direkt anwählst und dann die Figur im Spiel das auch entsprechend umsetzt. Wir bekommen jetzt auch ein bisschen zu sehen bei diesem, ja, Physiktest, würde ich es mal nennen, wie dieses Schiff manövriert und wie das dargestellt wird. Und er redet dabei zwar davon, dass die Physik sehr realistisch sein soll, und ich finde es auch sehr schick, wir sehen gleich noch ein bisschen, wie dann die Manövrierdüsen sich bewegen, aber mit wirklich realer Bewegung im All ist es noch nicht so ganz. Also es ist noch so, es bleibt stehen, wenn man bremst, und es hört auf sich zu drehen, sobald die Düsen sich abschalten. Ja, also er hat ja auch irgendwie gesagt, dass es quasi schon auf einer realen Physik-Engine basiert, das ist aber von einem Jet. Aber das so eins zu eins im All umzusetzen, ist natürlich eigentlich Käse. Aber gut, für das Spiel, denke ich, ist das letztendlich schon ganz, ganz wichtig. Was ich spannend finde, das gab es auch in einer der letzten Updates, dass man eben auch diese Schiffskomponenten ja quasi wie an einem PC die Komponenten übertakten kann. Dass du also quasi so ein bisschen mehr aus diesen ganzen Komponenten rausholen kannst, was aber auch eben dazu führen kann, dass du eben Schäden an deinem Schiff halt hast, die du entsprechend wieder dann beheben musst und so weiter. Finde ich ein ganz witziges Feature. Ja, könnte ganz spannend werden.
Magst du dann auch noch ein bisschen so zusammenfassen, wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe also mein Schiff, aber ich kann auch auf diesen Trägern landen und wir haben eben auch ein bisschen was gesehen auf einem Planeten. Wie funktioniert es? Wo kann ich gegen andere Spieler kämpfen? Wo nicht? Welche Aufgaben kann ich übernehmen? Also es wird grundsätzlich sein, dass du halt verschiedene Berufe letztendlich wählen kannst, ob du jetzt als Händler spielen willst oder als Pirat oder als Kopfgeldjäger. Und dass du dich halt in einem Sternsystem oder in mehreren Sternsystemen letztendlich dann frei bewegen kannst. Also für den Release sind 100 Sternsysteme aktuell geplant. Und auf dem Planeten selber, das ist dann im Prinzip immer so ein Safe Point, wo du dann auch mit dem Schieberegler einstellen kannst, ob du nun eher PvE spielen willst, also gegen NPCs oder halt rein auf PvP. Es klingt alles noch so ein bisschen theoretisch, also es sind so viele Ideen, die da in den Köpfen rumschwirren, aber ich sag mal so echtes Gameplay, wie das letztendlich funktioniert, da sind wir noch ziemlich weit weg. Er hat ja jetzt auch gesagt, dass man erst in 2014 mit der Beta an den Start gehen wird. Also okay. Das ist alles noch eine Weile hin. Ja. Das heißt, bisher bekommen wir vor allen Dingen halt Techniktests zu sehen. Wie zum Beispiel das hier. Richtig, was schon schick aussieht. Wir werden euch auf jeden Fall auch weiterhin auf dem Laufenden halten. Wir haben ja auch unsere eigenen Insider bei Star Citizen, die Leute, die es gebackt haben und daher auch immer die Updates bekommen. Und dann werden wir euch die dann auch frisch liefern, wenn Chris Roberts mal was Neues rausrückt. You're in.